Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei, ich weiß gar nicht mehr, wie die Mission heißt, ist auch egal, Transportfieberziffer. Die Europa-Kampagne Mission Nummer 6, irgendwas mit Hightech oder so, heißt es gerade nicht. Wir sind hier in Frankreich zugange. Aktuell ist unser Ziel, 500 Passagiere pro Jahr zu transportieren mit zwischen Paris und Lyon. Das schaffen wir mit den beiden Zügen hier natürlich so noch nicht. Also 4 Millionen eingenommen, da war ich gerade in Minus. Das ist natürlich ärgerlich. Aber kein Problem. Arbeite momentan gerade daran, die Strecke komplett zweigleisig auszubauen. Dafür muss ich noch zwei Tunnel bauen, die mich jeweils etwa 3 Millionen kosten werden. Dann würde ich gucken wollen. Ach, ich dachte gerade, warum fährt der Idiot hier auf dem linken Gleis? Aber es liegt daran, dass das rechte Gleis noch nicht fertig ist. Holy! Mann. Immerhin, der Zug 1. Aus Paris nach Lyon, gut gefüllt mit 64 Leuten. Vielleicht nochmal eine Menge Kohle bringen. Angucken. Das ist halt momentan echt so ein bisschen das Problem, dass das Geld so weit geschwunden, entschwunden ist, bis die Züge in den Bahnhöfen sind. Ich den Tunnel immer wieder so knapp nicht bauen kann. Aber die Bahnhöfe fühlen sich ganz gut. Das sind jetzt 70 ins Jahr, knapp bei 80 Leute. Vielleicht 88 Leute an den Bahnhöfen. Schon etwas mehr, als wir jetzt aktuell geladen haben. 90, 95. Ich weiß gerade nicht, warum es im Moment ein bisschen hackt, aber das hat Transportfieber so an. So. Habt ihr jetzt genug Passagiere, dass ich die Kohle zusammenkriege? Der Monatswechsel auch jetzt. Punkt, doch, das reicht. Das heißt, an der Stelle möchte ich die bitte einmal aufmachen. Ja. Kann sie binden. Und hier ein Signal. Da auch wieder ein Signal. Irgendwo. Hier Block, das sollte dann stimmen. Wenn. Laufen lassen. Und dieser Tunnel. Kleines bisschen teurer, aber 3,3 Millionen für. Wann bekommen? Wir haben ja jetzt wirklich insgesamt geladen 113. Ach, ich kann ja auch hier unten gucken. Yeah. 113 Passagiere, das ist eine gute Zahl. Definitiv richtig guter Wert. Vielleicht definitiv ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Wahrscheinlich nicht genug, den nächsten Streckenabschnitt hier zu bauen. Vielleicht schon mehr oder weniger der letzte Streckenabschnitt wäre. Aber immerhin verdienen wir so viel, dass ich jetzt nicht sage, dass ich mir ganz groß, ganz arg Sorgen mache.
Ich meine, die Strecke ist relativ lang, die Züge brauchen halt entsprechend relativ lang. 7-Minuten-Takt ungefähr. Haben wir auch ungefähr 7 Minuten pro Tour. Dreifache oder vierfache? Vierfache Geschwindigkeit. Ich sag immer dreifache Geschwindigkeit. Drei Pfeile, nö. Aber jetzt vierfache Geschwindigkeit. Trotzdem rund 2 Minuten unterwegs. Da haben wir schon wieder 2 Millionen, über 2 Millionen verloren. Hier wird auch gerade mit Verlust angezeigt, ist aber kein Problem, das hat erledigt. Oh, Busse müssen jetzt. Nein, 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 das hat ganz, ganz knapp nicht gereicht. Und jetzt fahren sie gerade weniger. Klar, Schwankungen sind normal, 67 Passagiere ist auch okay. Ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Aufnahme auf die Medaillen eingegangen bin, die wir verdienen können. Ich versuche, alle Medaillen zu bekommen. Weiß nicht, kann ich nachgucken, ohne dass mir der Bauch flöten geht? Ich nicht. Doch, kann. Beende diese Mission vor dem Jahre 2000. Haben wir noch 16 Jahre Zeit für. Sollte also passen. Finanzplanung, nehme nie einen Zuschuss in Anspruch. Hatte ich nicht vor. Momentan sieht es so aus, als würden wir den auch nicht brauchen. Erreiche eine Geschwindigkeit von 280 km/h mit einem Zug. Das lässt die Strecke definitiv zu. Von daher sollte das ein Selbstläufer sein. Erreiche eine Fahrzeit zwischen Paris und Lyon von unter 5 Minuten. Wenn Sie 140 fahren können, denke ich, dass wir 2 Minuten mit einem doppelt so schnellen Zug definitiv einsparen sollten, auch wenn natürlich nicht die ganze Zeit doppelt so schnell fährt, aber insgesamt sollte das gehen. Und transportiere 500 Passagiere in einem Jahr. Erfüllt sich sowieso von selbst. Die Kohle ist schon wieder fast komplett weg. Unglaublich. Das wird schon, wie gesagt, 7 Uhr, das heißt, sie fahren nicht ganz zweimal im Jahr. Erste Million wieder rein. Nächste Geld wieder rein. Und jetzt haben wir Kollision. Das eben auch schon. Nein! Kann diesen Tunnel gar nicht zweigleisig bauen auf der Seite. Dann Seite. Ja, wie machen wir denn das? Jetzt? Kollision bei der Terroranlage. Echt eine Krise, ne? Hier käme ich noch rein, aber ich bin auf der anderen Seite nicht rauskommen, ist das halt auch ätzend. Gut, aber wenn wir hier reinkommen, ist auch ein Weg, wie wir hier hinten wieder vernünftig rauskommen. Und? Und? Weg. Es geht nicht. Was ist das ätzend? Auch ist das ätzend. Oh? Oh. Oh.
Mach's gut. Vielleicht die Kohle noch. Wenn ich nicht ganz. Super. Komm hier auch wieder heile raus. Knappe 3 Millionen. Gut, haben wir das geflickt. Okay. Nehmen wir bei der nächsten Ankunft, sollte das dann wieder passen. 89 Passagiere sind okay. Ich bin gerade am überlegen, wenn die Züge voll sind, wie viel würden die... Theoretisch dürfte es tatsächlich möglich sein, 500 Passagiere mit diesen zwei Zügen in einem Jahr zu transportieren. Aber das wäre so eine dünne Zeit... Ja, ihr wisst, was ich meine. Das wäre zeitlich so dünn. Und ich müsste halt garantieren, dass jetzt dass beide zweimal voll fahren oder am besten... Erstmal im Januar ankommen und dann das zweite Mal halt noch im Laufe des Jahres. Hätte ich dann lieber bei Gelegenheit einen dritten Zug, später vielleicht auch noch einen vierten Zug aufs Gleis setzen. Viele Leute in Paris jetzt warten, wenig einfach in Lyon. Kann natürlich daran liegen, dass die Busse wahrscheinlich gerade irgendwie schlecht durchkommen. Aber da kümmere ich mich auch drum. Vor dem dritten Zug wird auf jeden Fall pro Stadt eine zweite Buslinie eingeplant. Oder die bestehenden aufgerüstet. Da sind wir noch nicht verbunden, hier unten aber schon, oder? Pausieren bitte. Geld nicht flöten geht. So, dann kann ich hier oben einmal aufmachen. Einmal ziehen. Weiter einen Block setzen. Brauchen wir ein Signal hier und also oben eins, ah, eins, drei, drei Blöcke. Ich glaube, hier drei. Gut, dann nutze ich die Gelegenheit, noch mit den Bussen an. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, hier nochmal irgendwie rumzufahren, auf dem Zirkel mitzunehmen. Ich glaube, das machen wir auch. Heißt, dann stoppen wir hier nochmal. Hier denke ich, okay. Da ist schon mal eine zweite Buslinie. Da haben wir mal Orange. Drei, drei, sechs, fünf, sieben, Paris, Paris, ja, Paris, neue Stadt, ne? Neue Hauptstadt von Frankreich. Umbenennen A und ein B. Ich weiß, dass sie zusammengehören. Bei B. 1, 2, 3,
5, 6, 8. Du das nächste Mal ankommen, brauch die Busse dazu. Haben wir hoffentlich genug Busse, die da runterfahren, dass die Züge auch tendenziell wirklich voll werden können. Wir hatten zum Beispiel deutlich mehr. Naja, was heißt deutlich, aber fahren wir doch deutlich mehr in Lyon als in Paris. Das Dreifache, aber das ändert sich immer wieder mal. Schauen wir, dass wir da auch auf ungefähr denselben Takt auf der anderen Bus bekommen. Hier unten schon wieder Kreuzung. Kraut und Rüben machen. Gleich nochmal an, weil wieder nicht passt. So, Geld kommt. Einer zu viel. So, gucken wir mal, welche Linie macht hier Murks. Macht hier Murks. Dann nochmal ein Programm. Besser. Ja, tief. Seite gucken. Nur noch mal an. Da brauche ich eigentlich nicht wirklich was zu machen. Soweit schon in Ordnung aus. Warten relativ wieder an den Haltestellen. Daher würde ich sagen, noch mal jeweils zwei Busse raus. Bitte wieder ein doofes Auto. Auch einigermaßen passen. So, und als nächstes steht dann wieder ein Zug auf der Tagesordnung. Habe ich eigentlich die beiden Züge weggeklickt. Auge behalten. Auch wieder nicht ganz so voll.
Ordnung. Kostet mir 8 Millionen. Jetzt kommen wir. Ja gut. Ein bisschen dauern, bis wir uns das leisten können. Aber viele Optionen außer zu warten haben wir nicht, außer wir verzichten auf die Medaille und nehmen jetzt einen Kredit auf, um es vermeiden möchte. Paris und Bahnhof. Paris und Bahnhof. Bahnhof in Paris füllt sich auch wieder. 44 Passagiere warten, mit 7 in Lyon. Ich hoffe mal, dass dadurch, dass jetzt in Lyon mehr Busse fahren, auch in Paris mehr Busse fahren durch die zweite Linie, das relativ viel erhöht, das Passagieraufkommen der Bahnen, der Züge. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der dritte es sinnig ist. Eigentlich könnte auch Güter-LKWs bauen. Ich bin der Meinung, ich habe Fabriken gesehen. Könnte man dann bei Gelegenheit anschließen. Wir warten 100 Leute an den Bahnhöfen. Tendenz steigen, die Züge kommen aber auch gerade an. Eigentlich nur knapp, um ins Plus zu kommen, was sie gerade gebracht haben. 111 Leute, das ist gut. Also, ein Zug. Achso, ja klar. Die Fenster ja offen. Machen wir mal mit vierfacher Geschwindigkeit mit. Also sind jetzt etwa 40, 80, 160, 560 km/h, die wir hier fahren. Müssen wir nicht die Hand raushalten und mal abklatschen. Jetzt zieh die Hand weg, ich glaub mal dran. Könnte man halt gleich mal überlegen, um noch ein bisschen extra Geld nebenbei zu verdienen, nochmal gütertechnisch was anzubinden. Da werde ich aber vorher natürlich nochmal schauen, den Fabriken, wie die liegen, ob es wirklich lohnt. Und Ankunft. Wir nehmen auch gleich wieder 70 mit. Irgendwie. So, hier haben wir Maschinenfabrik. Der darf nichts zu Maschinen. Hier. Der darf nichts Produkte wahren. Was sagt? Okay, Moment. Testen wir aus. Ich meine, wenn wir jetzt kostenlos hier unten Waren oben Maschinen in die Stadt liefern können. Einkauf. Schauen wir mal. Ich hätte gerne
alles abgedeckt haben. Ohne dabei den Bussen im Weg zu. Stimmt, ich könnte auch einfach hier anliefern. So geil. Der beste Platz. Okay. Ja, wäre schon blöd, wenn ich das jetzt nutzen würde. Das Gruppe bringt. Zack. Dann noch da. Waren Paris. Okay, braun oder so. Machen. Wissen, dass die Bahnhöfe einigermaßen brauchbar beliefert werden. Für Waren. 6, 8. Nach Paris dann bitte vollladen. Warenfabrik. Ich bin gespannt. Wir haben nur noch 13 Jahre Zeit. Nicht mehr so viel. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass die jetzt auch noch nichts. Doch, Produktion läuft an. Auch nicht. Kohle for free, würde ich sagen. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. Gerne hier auch noch mal die Straße ausbauen, dass die hier vorne nicht abbremsen müssen, sondern die ganze Strecke mit 80 fahren können. Es ist kein Problem, wenn der LKW vom Bus blockiert wird, nur umgedreht wird. So, dann noch mal hops hinüber nach Lyon. Schienen ist ja glaube ich eher für ihn, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Wie verlaufen wir denn geradeaus ruhig? Okay. Das Gebiet nicht so sonderlich groß aussieht. Hier irgendwo können wir Halt machen. Bei hier. Und eine Terminal. Ja. Eine Fabrik. Aber auch nirgendwo drauf finden sie da oben Maschinen bekommt, die man im Gebrau. Ja, Maschinen. Ja, eigentlich noch. Ne?
also der Abstand wird etwa derselbe sein. Dann machen 3, 4, 1. Egal, schicken wir euch schon mal auf. So. In einer Stadt mit Arbeitsplätzen und Einkaufsmöglichkeiten mit Sicherheit mehr Leute, die irgendwo hinwollen. Einfahren dann zum Arbeiten dahin und zum Einkaufen in die andere Stadt. Praktisch, praktisch. Finde ich sehr nett, dass die Entwickler mir die Möglichkeit hier gegeben haben. Doppelstopp. Auch mal nicht. Maschinenfabrik produziert auch schon. Fahrzeugdepot. Maschinen. Die Züge dürfen langsam eintreffen. Hi. Oh. 44 Sekunden. Fakt. Ja, das glaube ich nicht. Dann wird es jetzt halt auch noch zu sehen, die gegebenenfalls die Bahn noch aussehen. Die Anzahl der Fahrzeuge können wir bei Bedarf auch noch erhöhen. Extra Buslinie in Paris macht mittlerweile auch schon etwas Gewinn, das ist okay. Wenn man der LKW ist. Ah, da kommen sie. Hier wird bereits ausgebaut. Muss halt auch dran denken, in Paris hat auf jeden Fall riesigen Bedarf. Ja, sieht auch nicht anders aus. Also. Können wir bei Gelegenheit dann auch ganz schnell die Menge der Fahrzeuge erhöhen. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle nochmal ein kleines Päuschen. Ich denke, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass hier noch allzu viel auf uns kommt. Daher glaube ich, dass der nächste Part wohl der letzte sein könnte. Bis noch nicht. Ich will jetzt auch nicht lange quatschen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Transport Fever der Europa-Kampagne mit Part 3 der 6. Bla bla bla. Bis gleich. Ja, bis später oder bis morgen oder wie auch immer ihr wieder einschaltet. Tschüss und ciao, ciao. Euer Danseba.